So, Digga, jetzt lass real rap. Warte, was ist meine Begrüßung? Was geht ab, Leute? Philipp ist back am Start mit einem neuen Video und ich habe heute einen Gast, und zwar meinen guten Homie Kai am Start. Schönen guten Tag. Und zwar drehen wir heute ein legendäres Video, und zwar Sneaker blind erraten. Das Ganze geht so, wir verbinden uns gleich die Augen und ja, dann gibt der andere jeweils dem anderen einen Sneaker und der muss dann natürlich blind erfühlen, quasi mit Hilfe seines Tastsinnes, welcher Sneaker das ist, und wenn er den richtigen Namen sagt, also nicht Colorway oder so, halt nur das Modell so vom Shape her, dann kriegt er einen Punkt und ja, wir am Ende, wir machen ja 4 Sneaker, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt, und ja, der muss dem anderen dann einen Lachs ausgeben, nur Homo. Wie viele Finger? Okay. So Leute, Kai hat sich jetzt die Augen verbunden, ich werde ihm jetzt den ersten Sneaker reichen. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich nett oder fies sein soll direkt. Ich mach mal eher was bisschen Einfacheres. Es gibt ein Merkmal, dann kann das easy dann erkennen. Hier ist der Sneaker, viel Erfolg. Das ist der gecustomized Air Force One. Shish! Da ist der erste Punkt am Start. Ich kenne dich, Colorway. Ich riech den. Hey, Junge. Okay, das ist jetzt mein erstes Schuh, liebe Freunde. Ich habe es natürlich direkt gespottet, was es ist. Ist der... Oder warte mal. Ja, doch. Yeezy Boost 350 V1 Moon Rock. Oder? Same, ja. Oder? Ganz schwer an der Sohle. Gar nicht erkannt, was. So, jetzt kriegt Kai seinen zweiten Schuh gleich von mir überreicht. Ich suche gerade noch einen nice aus, den er vielleicht nicht sofort erkennt. Ah. Warte, dass der. Mit dem bin ich mal in Hundescheiße getreten. Diggi, ich glaub, da kenne ich nicht mal selber das Modell. Digga. Was ist das? Ja, Mark reicht und Cola. Diggi, der ist echt anders schwer. Muss ich zugeben. Ist das ein New Balance? Ja. Ist ja. Eine Zahl. Yeah. Ich kenne mich nicht mal aus mit New Balance, Mann. Ja, nee, sagen wir mal so. Ich weiß nicht mal selber, was für eine Zahl er hat. Also ich lasse auf jeden Fall. Hast du eine Collabo? Fix den Punkt. Nee, Mann, X-Ronnie Falk. Okay. Mit diesem Klettverschluss N, ist weiß. Klettverschluss N? Ja, fühl mal das N und dann das kannst du abreißen. Ach, Klettverschluss N. Ja, von New Balance. Ah. Weißt du denn, wann da so haben wir viel, dann kannst du das. Ja, auf jeden Mann. Ja, ich lass den Punkt durchgehen, Alter. Hast gut erfüllt, hast es am Ende ertastet? Ja, ja. So, Leute, steht jetzt 2-1 und ich krieg jetzt meinen zweiten Schuh und kann damit ausgleichen. Was ist das denn? Hä? Du musst drin. Ah, ich weiß, glaube ich. Hat er diese Biene hinten, Alter? Nee. Hä, WTF? Hä, doch. Ich sag Convex X. Converse One Star. Blau. Yes. X. Golden Fleur. Yes. Echt? Boah, Digga. Ich wusste, Digga, der hat sich richtig komisch erst angefühlt, ne? Diese Gummisohle, Alter, ich dachte, was ist das denn? Hä, hey, diese Biene habe ich auch gar nicht gefühlt, Mann. Ich dachte, du fühlst wegen dem Star. Wegen dem Star. Ah ja, stimmt, da war ich gar nicht. Der dritte Schuh für Kai steht 2-2. Wichtiger Punkt jetzt wie. Nein, kann er es schaffen? Das ist die Frage. Er fühlt ganz sachte. Digga. Oh, er fühlt das Prime Nut. Eine ganz weiche Geschichte. Digga, das ist ein anderer Schuh. Atmungsaktiv. Ja, gleich ist er bei den drei Streifen. Zum Maul, Mann. Ich würde sagen, es ist ein Nike-Schuh. Oder?
Das wird ein Modell sagen, wenn du mal einloggen willst. Ist ein Nike-Schuh, ist er da. Alter. Ah, er tried noch. Anders. Ich kann auch nicht dran riechen, sonst kipp ich um hier. Ey, ich bin jetzt immer Schuh-Deo, Alter. Digga, keine Ahnung. Anderer Schuh, ich wusste einfach, okay. Der wird heftig schwer. Vor allem die Sohle fühlt sich auch. Anders, nee, man, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist deine Final Answer? Sag, rate irgendwas einfach. Digga. Sag irgendein Model einfach. Irgendein Model. Bella Hadid. Mann, keine Ahnung. Digga, der ist anders. Ja, Diggi, 3 Sekunden noch. 3, 2, 1. Digga, Kendrick Lamar X Reebok Classic. Ja, moin. Digga, den hätte ich niemals erkannt. Ja, der war aber echt schnell, Digga. Aber ich muss ja. Er ist der Schüler, der nicht erholt hat. Also 2-2, wenn ich gleich meinen gewinne, gehe ich in Führung. So, Freunde, jetzt kann ich das erste Mal in Führung gehen. 3-2 kann ich in Führung gehen, bevor es zur letzten Runde kommt. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, der hat ja auch wieder Scheiße an der Sohle. Okay. Jo. Hä? Was zur Hölle? Ah, ich glaube, ich weiß. Ich muss nur. Wo ist denn die Außenseite? Ich muss mal kurz fühlen. Boah, ist das was nice. Du siehst auch aus wie so ein Poké mit den. Halt's Maul. Man sieht deinen Mund auch nicht. Wieso? Achso. Ja, moin Leute, ich bin back auf dem Start. Hä, was? Hätte ich ja die so nicht. Ich sag. Oh ne, Moment mal. Hä? Ah ja, na klar. Reebok Pedals Full Reflective Club C. Ja? Ja. Boah, Digi, ohne Spaß, ich dachte erst, das ist der Stan Smith Rev, ne? Ja. Ich dachte erst, dass der, dann habe ich hier gefühlt, ob hier irgendwas Rev-Dings ist, aber crispy, Digga. So, Leute, jetzt ist eigentlich schon quasi kleine Vorentscheidung vielleicht. Falls Kai jetzt nicht errät und ich den nächsten errate, auf jeden Fall easy gewonnen. Ne, eigentlich habe ich jetzt schon gewonnen, wenn er nicht errät, also er muss. Aber auch wenn er jetzt nicht errät, ich mache meinen letzten trotzdem, einfach weil es sehr cool ist. Und ja, ich gebe ihm jetzt den letzten Schuh, Predators High, aber mal gucken, ob er es schafft. Digga, ist nochmal derselbe einfach. Fühlt das Prime nur wieder. So, mal den drei Streifen, den Swoosh. Digga. Mach doch nicht so. Vielleicht kommt der Sniff-Test. Lecker. Junge. Das muss butterweich. Zum Maul. Pflege ist da. Normal. Er ist auch ein Reebok. Crap Protect. Ey, das ist genau derselbe von vorhin, Mann. Der fühlt sich 1-1 genauso an. Bist du sicher, willst du einloggen? Er ist auf jeden Fall ein Reebok. Final Answer. Warte. Er ist sich noch nicht ganz so sicher, Leute. Was spiel ich denn, Mann? Es geht auch um viel. Kleine Vorentscheidung. Fontaine kann fallen. Digga, ich will den Lachs haben, Mann. Ich sag, das ist der Reebok. Reebok X Palace. Aua, aua, aua! Oh, 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 und damit ist es vorbei. Leider hat Kai verloren. Er ist auf den Klassiker reingefallen. Zum Maul, Mann. Er hat einfach denselben Schuh bekommen und hat es nicht erfüllt. Oh, sheesh. Digga. Da ist der Prank, da hat er zugeschlagen, liebe Freunde. Oh, oh, oh. So, Freunde, es steht jetzt schon 3-2, also ich habe schon gewonnen, weil das ist die letzte Runde. Ich kann jetzt nur noch, ja, keine Ahnung, halt der Ehre wegen oder so, quasi, dass ich alle vier schaffe oder eben auch nicht, wird sich gleich zeigen. Ich krieg gleich den Schuh und dann, ja, werde ich mal gucken, was sich da riechen lässt. No homo. Ein ganz schweres Modell. Ja,
nicht schwer. Also jetzt vor dem Video hätte ich auch gesagt, ich hätte eigentlich so gedacht, dass ich schon eigentlich alles erfüllen kann. So. Also vor deiner Nase. Ach so. Schon gar nicht geahnt. Wow, auf mein Presto. Direkt erfüllt an dieser Schaumzunge, Alter. Easy, Jungs. Easy. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich habe 4-2 gewonnen, aber trotzdem, Digga, gut gespielt, auf jeden Lachs Fall. Bring ich nächstes Mal mit. Auf jeden Fall. Wir drehen auch bald noch eine andere Challenge. Schaltet da auf jeden Fall auch wieder ein. Und zwar YouTuber im Outfit erraten. Da können wir auch noch wieder um Lack spielen. Wenn du dann gewinnst, dann sind die Schulden quasi wieder beglichen, sagen wir mal so. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, wie gesagt, schaut bei ihm auf Instagram vorbei, @kaihardon. Erster Link in der Beschreibung. Genau, wahrscheinlich, oder? Schaut bei mir auf Instagram vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, ja, genießt das Wetter. Wetter wird endlich mal wieder besser. Und dann, jo, haut rein. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.